Hallo zusammen Leute, zu einem neuen Video aus Assetto Corsa Competizione. Eine Rennsimulation, die üblicherweise nichts mit dem zu tun hat, was wir hier auf diesem YouTube-Kanal normalerweise machen. Denn in diesem Video soll es mal darum gehen, wie schwer es eigentlich ist, eine Rennklasse komplett zu switchen. Das heißt, wenn man vorher sehr oft im Formel-Auto unterwegs war, wie schwer ist es eigentlich zu wechseln auf ein zum Beispiel GT3-Auto? Und in diesem Video habe ich mal meine 5 persönlichen Pain-Points zusammengestellt, was für mich absolut schwer war, umzustellen, das ganze Wissen zu übertragen von einem Formel-Fahrzeug in ein GT3-Fahrzeug. Normalerweise seht ihr mich im Formel-1-Fahrzeug ja in solchen Situationen strugglen. Nein! Ganz egal, ob Codemasters, F1 Games oder iRacing, wir performen meistens auf allerhöchstem Niveau mit ganz viel Humor. Wobei ich mich in den F1 Games regelmäßig unter den Top 4% aller Spieler im Zeitfahren befinde, ist der Umstieg auf eine komplett andere Rennklasse schon eine richtige Hausnummer. Mal ganz abgesehen davon, dass ACC eine wirklich brillante Rennsimulation mit so viel Individualisierungsmöglichkeiten und Fahrzeugen ist, so ist es für mich auch komplettes Neuland und einige Spieler werden das vielleicht kennen, die sonst immer das Gleiche gespielt haben. Wenn man plötzlich auf ein anderes Rennspiel umswitcht, dann kann man nicht immer alles 1:1 übertragen, was man bisher gelernt hat. So unterscheiden sich ja zum Beispiel auch einzelne Strecken, die im Grunde gleich sind, nur dass sie zum Beispiel in einem der Spiele real lasergescannt sind. Zudem unterscheidet sich natürlich auch das Autosetup-Bauen immens, wobei ich in diesem Video mal auf 5 Punkte eingehen will, die vielleicht für den ein oder anderen GT-Fahrer vollkommen normal sind, für mich als bisherigen Formelfahrer eine absolute Challenge sind. Was ja irgendwie auf der Hand liegt, ist, dass die Fahrzeuge ja deutlich langsamer sind wie das, was wir normalerweise fahren. Das ist für mich mittlerweile eher eine Nebensache. Was für mich am Anfang und auch jetzt immer noch sehr, sehr schwierig ist, ist die Autolänge und Breite einzuschätzen. Denn wenn man so im Cockpit sitzt im GT3-Fahrzeug, dann ist das schon was anderes wie in einem Formelauto. Denn Zweikämpfe werden plötzlich ganz anders geführt. Man muss das Auto viel besser einschätzen können. Wie viel Platz habe ich nach links und rechts? Kann ich vielleicht ein bisschen in Wagenkontakt gehen? Und wann muss ich mein Auto wie positionieren, dass ich auf der dritten Gerade dann irgendwann mal vorbeikommen kann? Und vielleicht kennen ja einige von euch dieses anfängliche Problem, wenn man wirklich den Wagen komplett falsch einschätzt, die Streckenbreite nicht optimal ausnutzt oder im Zweikampf viel zu viel Abstand lässt. Eine weitere Sache, über die vielleicht einige GT-Fahrer schmunzeln werden, ist die Sicht im Zweikampf nach vorn. In diesem Beispiel hier fahren wir dem AMG hinterher und wir sehen wirklich bis zum Kurveneingang nicht, was vor uns passiert, denn das Auto vor uns verdeckt die komplette Strecke und wenn vorne zum Beispiel ein Crash passiert, dann können wir wirklich nur ganz schlecht reagieren, um der Situation dann noch entkommen und vor allem rechtzeitig auf die Kurve anzubremsen. Hier muss man sich beim Ranfahren in den Windschatten schon ganz genau überlegen, wann nähere ich mich dem vorderen Auto, wie weit, wann muss ich ungefähr vorbeiziehen und was könnte passieren, wenn ich da nicht rechtzeitig reagieren kann. Das muss ich sagen, ist schon echt tricky im Vergleich zu Formel Racing, denn durch die Autos siehst du ein bisschen besser durch und weißt auch eher, was vorne passiert. Und im GT-Sport musst du dich hier wohl wirklich auf deinen Instinkt verlassen. Der Vorteil ist dann natürlich schon, dass alles deutlich langsamer abläuft und man hat ein bisschen mehr Zeit, um sich auf diese Situation vorzubereiten, was wäre, wenn vorne ein Crash passiert. Aber das war tatsächlich eine Sache, die mir erst zu Anfang so richtig bewusst geworden ist. Und das bringt uns auch direkt schon zu Punkt Nummer 3. Auch wenn alles deutlich langsamer ist im Vergleich zu F1 Racing, ist es doch deutlich schwerer, Kurven richtig zu treffen. In diesem Beispiel fahren wir mit relativ viel Speed auf die Puhon-Kurve zu in Spa in Belgien und wir sehen, dass wir hier ein kleines bisschen zu spät auf der Bremse sind. Das Auto untersteuert ganz leicht, auch wenn es nicht so dramatisch aussieht, verlieren wir in einer Kurve ungefähr eine halbe Sekunde. Und das ist schon immens krass, wie viel Zeit man verlieren kann, wenn man nur eine Kurve so ein bisschen falsch anfährt und man dann wieder zu wenig Schwung für die nächste Gerade hat. Diese Challenge hat man zwar in Formelwagen genauso, aber ich habe es irgendwie für mich persönlich noch krasser hier in den GT-Fahrzeugen empfunden. Um da mal ein bisschen besseres Gefühl für den GT-Wagen zu entwickeln, wann man wie stark anbremsen muss, für welche Kurve, habe ich mir selber eine kleine Challenge gemacht und zwar auf einer Strecke, die ich selber quasi noch nie gefahren bin. Es handelt sich da um den Kailami Circuit. Den sind wir zwar mal in einem Video gefahren, allerdings in einer F1-Version aus früheren Jahren. Das heißt, diese Strecke ist mir absolut unbekannt. Hier gibt es einen Rundenrekord von 1:42.2. Wir haben hier noch gar keine einzige Runde gefahren und ich nehme euch jetzt mal mit auf meine allererste Anfängerrunde hier auf diesem Kurs. Und bevor wir jetzt gleich zu den letzten beiden Punkten kommen, schauen wir uns jetzt hier mal an, wie ich versuche, mich hier ein bisschen auf diese neue Strecke einzuschießen. Hier auf dieser allerersten Runde werdet ihr natürlich feststellen, dass ich absolut gar keinen Schimmer davon habe, welche Kurve wann folgt und wann man das Auto
wo auf welcher Seite gut positionieren kann, vor allem wie stark man die Kurven nehmen kann, wie viel Speed man mit reinnehmen kann und wann man wie stark auf dem Gas steht. Mein Blick geht dabei immer natürlich etwas nach oben links auf die Streckenkarte, wobei ich absolut gar kein Fan von Streckenkarten bin, denn Strecken lernt man am besten, indem man selbst die Kurven nacheinander abtastet und nicht abgelenkt nach oben auf die Map schaut. Bei einigen Simracing-Games wird ja schon gar keine Map erst angezeigt, was ich eigentlich gar nicht so schlimm finde, um Strecken erstmal zu lernen. Denn ich für meinen Fall gehe erstmal richtig auf eine Erkundungstour, schaue mir jede einzelne Kurve an und versuche immer die Strecke so schnell wie irgendwie möglich in mein Gedächtnis reinzukriegen. Ihr werdet dann gleich am Schluss dieses Videos sehen, wie viele Versuche wir für die allerbeste Runde überhaupt gebraucht haben. Ihr könnt dann natürlich selber für euch beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht war für jemanden, der eigentlich schon sehr viel Racing-Erfahrung hat. Auf der allerersten Runde sieht das jetzt hier natürlich nach einer richtigen Spazierfahrt aus, wobei man ja immer empfehlen kann, dass man ganz langsam anfängt, sich die Strecke zu merken, nicht gleich Vollgas gibt, erstmal so ein bisschen links und rechts schaut, wie man das eben bei so einer Spazierfahrt macht. Wo könnte ich mich orientieren? Wo könnte ich Anhaltspunkte für Bremspunkte finden? Denn die wird später wirklich wichtig, um sich genaue Bremspunkte zu merken, wenn es dann wirklich darum geht, im letzten Moment richtig zu bremsen. Auf solchen allerersten Runden ist es mir persönlich immer wichtig, dass man sich auf jeden Fall nicht verbremst, um auf jeden Fall auf der Strecke zu bleiben, um den Flow so ein bisschen reinzukriegen. Das macht es einem für die späteren Versuche sehr, sehr viel leichter, viel schneller in wenigen Versuchen an eine gute Rundenzeit zu kommen. In diesem Fall haben wir jetzt mal eine allererste sehr, sehr safe Runde gefahren und jetzt können wir mal langsam zu Punkt Nummer 4 kommen. Wo ich mich als alter F1-Hase erstmal dran gewöhnen musste, war der Kurvenspeed. Denn im GT-Fahrzeug kann man ja wohl doch nicht ganz so schnell in die Kurven fahren, wie ich es beispielsweise von den Formelautos gewohnt bin. Also allein der Grip-Level ist eine richtige Challenge für mich, das Auto richtig einzuschätzen. Wann driften wir zu viel und mit wie viel Gefühl müssen wir die Kurven nehmen? Grip-Level ist ja im Formelfahrzeug auch immer so eine Sache, allerdings hast du da ganz andere Probleme und zwar beim Rausbeschleunigen aus den langsamen Kurven, dass dich dein Heck nicht überholt. Ich bin es zum Beispiel absolut nicht gewohnt, dass ich einfach das Gas durchlatschen kann und es passiert nichts. Es ist super safe und du bleibst auf jeden Fall auf der Strecke. Allgemein das Fahren im GT3 Fahrzeug ist super einfach, allerdings das richtig schnell sein, die Kurven richtig zu nehmen und zu treffen ist super schwer. So habe ich hier in diesem Beispiel schon allein 6 Runden gebraucht, um hier den richtigen Kurvenspeed und den richtigen Grip-Level herauszufinden für die Kurven. Und ich konnte mich hier noch nicht mal auf die richtigen Bremspunkte fokussieren. Hier sind wir jetzt gleich beispielsweise schon in Runde 8 und die beste Rundenzeit bisher ist eine 1:46.4 und wir erinnern uns kurz zurück an den Rekord auf dieser Strecke, da fehlen ja doch schon noch einige Sekunden. Irgendwie wird dann plötzlich jede einzelne Kurve zur Challenge, obwohl es ja wirklich nicht sehr viele und sehr schwere Kurven auf dieser Strecke sind. Kommen wir jetzt mal noch zu meinem letzten Punkt auf meiner Liste, Punkt Nummer 5. Hier gibt es vor allem noch einen Punkt anzusprechen, der komplett neu ist für mich zu lernen, und zwar das Überfahren von Curbs. Im Formelauto gibt es da eine ganz einfache Regel, ein paar Curbs kannst du mitnehmen, ein paar andere Curbs eben nicht, weil du dich dann komplett weghaust. Im GT-Fahrzeug ist das dann plötzlich so, dass viele Curbs sehr gut mitzunehmen sind und man da ordentlich drüber räubern kann, aber einige da verlierst du halt sehr viel Zeit und andere kannst du wirklich sehr gut nehmen und gewinnst dabei sehr, sehr viel Zeit. Auf dieser schnellsten Runde von mir, die ich euch hier jetzt noch zeige, gibt es natürlich einige Stellen, da hätte man Kurven noch ein bisschen enger anfahren können. Es waren natürlich mehr als 11 Runden, die jetzt hier angezeigt werden. Aber alle Runden, die nach Runde 11 kamen, die waren halt einfach nicht besser und ich habe hauptsächlich das Auto viel zu arg überfahren. Und die Runde 11 war die Runde, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich wohl am meisten Gefühl ins Auto reingebracht. Und in der nächsten Linkskurve habe ich den Curb hier wieder mitgenommen, was in diesem Fall nicht gut war, denn da habe ich doch nochmal ein paar Zehntel liegen lassen, Wie ihr hier oben an der grünen Delta-Anzeige erkennen könnt. Aber hier war tatsächlich nicht mehr viel arg mehr drin für mich. Aber an der Runde könnt ihr ganz gut erkennen, wie wichtig es ist, gut aus den Kurven rauszukommen, um wieder viel Speed auf die nächste Gerade mitzunehmen und vor allem, wie wichtig es ist, nicht zu driften. Und ja, da ich noch absolut wenig Ahnung habe vom Setup-Bau in ACC, muss nochmal erwähnt sein, dass diese Runde, die schnellste, die ich jetzt hier gefahren bin, mit einem Standard-Setup gefahren wurde. Also kein großartig geändertes Setup, einfach nur losgelegt. Und für mich, wie gesagt, eine wirklich absolute Challenge, richtig schnelle Rundenzeiten hier in ACC zu fahren. Die Zeit, die jetzt hier oben gleich links aufploppt, das war meine schnellste. Gebt gerne mal euren Senf dazu ab. Ihr könnt natürlich gerne auch eure Struggles hier unten in den Kommentaren reinschreiben als Anfänger im GT-Racing. Das war es jetzt hier mit diesem Video zu meinen 5 größten Problemen, die ich im GT-Racing noch habe. Wir sehen uns dann im nächsten Racing-Video wieder. Bis dann, haut rein, ciao, ciao.